Das ist leitfähiges Kupferklebeband. Man kann es einfach aufrollen, um leitfähige Bahnen zu kleben. Man sieht hier einen Klebestreifen, den man erstmal abmachen muss, damit man es aufkleben kann. Am besten lässt man ein Stück am Rand übrig, damit man den Krokoclip verbinden kann. Wenn ich um die Ecke kleben will, muss ich das Band erst einmal hochlegen, um es dann wieder zurückfalten zu können. So kann der Stromkreis fließen, das heißt, er ist geschlossen. Jetzt seht ihr in unserem Beispiel, dass wenn sich beide Bahnen berühren würden, der Strom nicht mehr fließen kann. Das heißt, er wäre offen. Hier könnte man überlegen, ob man einfach ein kleines Material nimmt, um die Bahn zu unterlegen oder wie bei uns, einfach abzuschneiden.